die denn da im Mund? Die frisst einen Wurm. Die frisst gerade einen Wurm. Ist ja abgefahren. Das ist wirklich extrem abgefahren. Aber der Wurm ist jetzt drin, wa? Jetzt hat sie ihn komplett verschlungen. Und deswegen haut die auch nicht ab, weil die das Vieh halt im Maul hat. Die ist schon echt ein bisschen größer jetzt. Die ist aggressiv. Ey, heftig, wa? Mich würde mal interessieren, ob Blindschleichen, vielleicht können die, jetzt auf Kehle. Ob die Zähne haben, weiß ich nicht. Die können auch beißen, aber die sind halt nicht giftig, ne? Nee. Naja, jetzt ist er weg. Ja, aber das war doch wirklich interessant. Gut, dass das aber wenigstens noch drauf ist. Ich glaube, das einzige Gift hier an Schlange sind die Ottern, Kreuzotter irgendwie. Die sind leicht giftig. Dieses Moos verursacht schon wieder irgendwelche grünen Sachen an den Schuhen. Da hinten. Ja, der labert schon wieder, das kann doch nicht wahr sein. Und da hinten ist irgendwie ein Bunker. Da ist auch eine Lüftungsanlage zu sehen. Komm, wir gucken uns mal den Bunker an. Muss da irgendwo ein Eingang gehen. Hier hat noch nie jemand gesondelt. Durch Zufall sind wir hier gefahren. Wieder so was. Naja, da ist nichts. Da ist nur Wasser unten und so ein Drehhahn oder was. Nicht weiter. Mal sehen, was da hinten ist. Vielleicht ist da auch irgendwo was. Ein Eingang oder so. Ich meine, irgendwas muss ja hier drunter sein unter dem Berg. Von dem Ding hier? Ja, so geil aus. Was ist das? Ey, siehst du was? Das wird von dem Bunker. Das ist ganz schön heiß hier alles. Da gehen wir natürlich rein. Geh mal bitte rein da. Alter, kick mal, wenn du hier runter gehst und da hinten, da unten, da geht's noch mal runter. Geh da nicht hier an. Jetzt geh doch mal da runter. Ich bleib oben und film so lange. Ist ein Bunker, ne? Auf jeden Fall, klar. Siehst du? Also Tonic, da muss es noch richtig tief runtergehen. Ich habe in dem anderen Loch in dem Film, da geht es schon 7, 8 Meter runter. So was? Ja, ja, das ist das, wo ich runtergeguckt habe. Das ist da unten der Boden. Ich möchte wissen, wie weit das dann auch runtergeht. Und da ist Wasser und... Ja, das Ende, da geht es dann in die Richtung. Das wird eben, das wird
Das müssen wir direkt mal an. Das ist ein riesen Bunker-Ding. Ja, so, ich komm gleich wieder hoch, ja, in einer Minute. Ja, aber Sonic macht hier eine Scheiße. Da ist ja nichts. Ist dann, der Raum ist dann zu? Da ist kein Raum. Das ist. Da stinkt's wie Sau. Ja, na klar, da haben sie Rinne geholt. Und. Da sind dann so Rinne spuckt auch. Und das ist quasi, wenn man ganz unten ist, so wie hier. Da ist dann irgendwas hier mit. Irgendein Anlagenzeug. Ja, aber irgendwas muss noch sein. Guck mal, hier, das ist ja nicht alles für diesen kleinen Raum. Ne? Das wird schon noch verzweigt sein da unten. Ist jetzt so wurscht. Weiter geht's. Ich finde das mal jedenfalls interessant. Eine riesige Gedenkmünze und ich glaube, dass dort der Kaiser Wilhelm drauf abgebildet ist. Hinten steht irgendwas 100 Jahre oder so. Wilhelm. Das gucke ich mir dann zu Hause an, was da genau drauf steht. Also was ein Fund. Ein richtig geiler Fund. Ja? Ruf mal zurück. Hitler könnte sein, hätten sie weggeschmissen. Nee, ich glaube, da ist ein preußischer Soldat drauf. Die Uhr, die haben was Geiles gefunden. Und eine Krone. Ja, wir haben auch was Geiles. Hallo. Was ist? Naja, ich wollte mal fragen, wie das bei euch wäre. Also, ich habe einen halben Helm gefunden, Stahlhelm. Sonic hat gerade eine Mördermünze gefunden. Total abgefahren, wirklich. Und was habt ihr gefunden? Ja, wir sind vorne an der Straße. Wir sind nicht sehr weit gekommen, sag mal. Vielleicht so 200, 200 Meter. Pfeift mal, wenn ihr an der Straße seid, dann hören wir euch bestimmt. Ja, nee, das... Wilhelm. Darf ich sie auch mal halten? Es ist Kaiserreich. Darf ich sie halten und liebkosen? Komm mal her. Vor allem, ist das die geile Erhältnis? Boah, so weit will ich auch mal finden. Ist in einem Top-Zustand. Ehrlich, du siehst ja hier die ganz feine Schrift, wie super die noch erhaben ist, ja? Ehrlich. Und das ist, und das dicke ist alles geil. Das ist eine Medaille. Wahrscheinlich eine Gedenkmedaille. Ey, sowas. So. Willst du mal ganz kurz den Zuschauern zeigen, was ich heute schon gefunden habe? Weiß ich nicht. Ist jetzt nicht der Oberfund, aber ich sag mal. Nee, das wollen wir nicht. Na, immerhin. Geiles Ding. Ist erstmal ein Fund. So, ich habe schon eingepackt, ihr habt die Kamera, weil ich dachte, da wird nicht noch eine Münze liegen, aber dann habe ich nochmal rüber geschwenkt und da war nochmal ein 83er Leitwert. Und ich habe gerade schon gesehen, dass es wieder eine Münze ist. Ich habe sie mir aber nicht angeschaut, nur so ganz leicht den Rand. Ich hole die jetzt mal raus. Was das ist, vielleicht nochmal dieselbe? Nee, die ist kleiner. Ich hab hier auch noch eins. Aber ja, aber einen anderen Leitwert, einen niedrigeren. Also ich hab hier noch ein Signal drin, Leitwert.
etwas niedriger. Mal sehen, was das ist. Ja. Aber ich vermute mal Silberpapier oder so. Alufolie. Wie hoch war der Leitwert? Nein, nicht gut. 40er oder so. Ja, du, das hätte ich schon sagen. Das kann ja auch ein anderes Geldstück sein. Ja, aber in dem hier dünnst du da nicht. Ja, auch wahrscheinlich ganz kleiner Schnipsel. Ja, jetzt scheint es wirklich nicht mehr. Da ist es. Da ist eine Nummer drauf. Oder ein Name oder so. Wie ist denn die Bürste eigentlich? Bei mir machen wir eine Live-Grabung, oder? Ja. Das könnte ein Namensschild sein. Da steht Metz oder so.
Hat jemand eine Idee, was das ist? Für eine komische Flasche? Da ist sogar noch was drin. Doch, da steht was drauf hier vorne. Ich glaube, DRP. Bin mir aber nicht sicher. Könnte Deutsche Reichspatent heißen. Coole Ding. Ihr sagt, dass sie dran rumgebogen hat? Das ist nicht, ne? So, was haben wir jetzt hier? So, aber leicht ist es, ne? Oh, yeah. Das ist ja schönes. Rudi. Bovi? Rudi. Hier, das hat mal Rudi gehört. Der findet mit heute Sachen, das ist abartig. Das ist doch ein geiles Messer. Ich hab halt einen Nocta Forcecore. Ja, das kommt ja auch hin mit 1000. Okay, mal, das liegt noch nicht lange. Gib mal, das ist ein geiles Messer, du. Jo. Auf jeden Fall. Zeig mal, Chris. Hui. Oh, cool. Oh ja, stimmt, kennt man ja nie, wa? Noch nie gesehen. Ey, du weißt, was das ist? Das hat was mit Kirche zu tun. Ja, das ist so ein Kreuz oder wie sieht das jetzt aus? Der Knopf oder was? Das ist eine Art, das sieht ja auch schon mal aus wie eine Kirche. Das ist aber cool mit dem Geil, aber das ist noch ja, Rudi, ich habe dein Messer gefunden und du kriegst es nicht mehr wieder. Kannst du auslösen. Ist ein Einhandmesser, ist verboten. Kannst du auslösen für 100 cool. Euro. Der Knopf ist auch geil. So, jetzt reicht mir das Messer, ich will es behalten. Das ist mindestens aus Edelstahl, wenn nicht aus Titan oder Gold. Was willst du denn damit? Mhm. Ja, aber ich meine, es kann jetzt auch nicht oberteuer sein, sonst wären nicht diese Rostflecken drauf, weißt du? Hier. Aber geil ist es trotzdem. Ja, schöner Hund. So ein gut erhaltenes Messer habe ich noch nie gefunden. Das ist nicht wahr. Wirklich? Schweizer? Ja, gut, das Schweizer. Blau? Hm. Wie die Sau? Das ist garantiert vom Pilze sammeln. Ja, denke ich, im Herbst irgendwann verloren. Ja, ja, das liegt dann nicht lange. Guck mal, das Holz ist ja alles noch okay, aber es ist ein schönes Messer. Ui, ui, ui. Kann ich es auch benutzen? Hey. Und morden? Ja, die Scheiße ist nur, das ist ein super Fund. Der lässt jetzt nicht hoffen, dass man noch mehr findet, verstehst du? Geil. Ja. Da freue ich mich, Alter. Ist da noch ein anderes Klingengerät drin? Nee. Das ist einfach nur ein Einhandmesser. Ein Messer. Ja, du hast ja jetzt schon wirklich... Ich meine, ich habe ja auch viele Messer, aber meine sind alle rottig. Ich habe noch keinen Jutet gefunden. Doch, habe ich. Natürlich. Erstens sind wir die Kabel. Boah, ist das ein schönes Messer. Ist es. Also Sonic, du bist heute Gruppensieger. Auf jeden Fall. Die geilste Funde gemacht. Muss man einfach mal so sagen. Das erste Messer, das ich gefunden habe, war ein Preußenmesser. Was heißt das Preußenmesser? Nur noch mit dem Siegel drauf da. Echt? Hm? Hergeben. Richtig alt oder was, ja? Hm? Schön. Und Jüter erhalten? Die eine Seite ist noch bis heute erhalten und die andere Seite nicht.